Verstehe das nicht. Du kennst Kathi kaum und trotzdem frisst sie dir fast schon aus der Hand. Wie hast du das angestellt? Das ist mein unwiderstehlicher Charme. Außerdem habe ich Erfahrung mit kleinen Schwestern. Komm, du kannst Gina nicht mit Kathi vergleichen. Du weißt ja nicht, wie Gina in Kathis Alter war. Hm. Hallo. Hey, du bist schon zurück? Ja, ich kann ja auch noch mal gehen und später wiederkommen. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Dein Glück. Ich muss nämlich noch in der Küche was vorbereiten. Für heute Abend. Für heute Abend? Ja, ich koche uns was. Aus der Dose? Nein, nicht aus der Dose. Ja, aber wer sagt dir, dass Markus und ich überhaupt hier essen wollen? Wenn ich schon mal koche? Ja, das schon. Aber außerdem, Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Und deswegen werdet ihr zwar euch heute Abend von mir verwöhnen lassen. Ich glaube, sie hat den Sinn dieses Sprichwortes nicht so richtig verstanden. Macht doch nichts. Hauptsache, sie kocht uns was. Ja, unsere Agentur war in Soho. Toller Stadtteil. Es war eine schöne Zeit. Vermisst du London? Eigentlich nicht. Ich kenne ja mittlerweile hier auch ein paar ganz nette Leute. Ich darf mal telefonieren, ja? Klar, bedien dich. Danke. Hast du das eben mitgekriegt? Der meinte dich. Mhm. Als er sagte, dass er hier auch schon ein paar ganz nette Leute kennt. Ach ja? Na, du magst ihn doch auch, oder? Was willst du uns eigentlich kochen heute Abend? Ich wünschte, ich hätte mal so einen Verehrer. Ich weiß nicht, ob ich den so zappeln lassen würde. Also erstens habe ich dafür meine Gründe. Und zweitens geht dich mein Privatleben gar nichts an. Ach ja, dein Privatleben geht mich nichts an, aber du darfst dich in meins einmischen. Das ist was anderes. Stimmt, weil ich bin ja auch die kleine Schwester, aber beim großen Bruder, da darf man das nicht. Was los? Habe ich was verpasst? Nee, aber Gero verpasst was, wenn er nicht bald in die Hufe kommt. Mensch, das ist ja total spannend. Sag ich doch. So viel Aufwand für einen 30-Sekunden-Spot. Wenn du möchtest, nehme ich dich in eine Agentur mit. Hm? Oh ja, das ist ja klasse. Sag mal, kann ich dich was fragen? Klar. Du magst Gero doch sehr gern, oder? Wie kommst du denn jetzt darauf? Ja oder nein? Ja, was soll ich sagen? Also ja. Und warum seid ihr dann nicht zusammen? Das musst du Gero fragen. Ja, aber Gero mag dich doch auch sehr gern. Kann schon sein. Kann schon sein. Du tust ja gerade so, als wenn dir das total egal wäre. Natürlich ist mir das nicht egal. Und warum tust du dann nichts? Weil das im Moment wohl keinen Sinn hat. Wenn Gero eine Beziehung wünschte, dann würde ich das wohl merken. Ach komm. Der will sich damit wahrscheinlich total interessant machen. Außerdem ist Gero sehr schüchtern. Was man von dir wohl nicht behaupten kann, hm? Ernsthaft, Markus. Du musst rangehen. Ich danke dir für den Tipp. Aber das musst du mir schon selbst überlassen, ja? Es macht total viel Spaß, mit Markus zusammen zu sein. Ich verstehe echt nicht, warum du ihm ständig die kalte Schulter zeigst. Ach, Kathi, jetzt fang ich wieder an. Ja, ist doch wahr. Ich mag ihn sowieso viel lieber als deinen blöden Lukas. Ich find's ja nett, dass du dir solche Sorgen um Markus und mich machst. Aber so einfach ist das eben alles nicht. Wieso denn nicht? Du magst ihn und er mag dich. Wo ist das Problem? Ich kenne Markus schon ein bisschen länger als du. Er ist zwar unheimlich nett, aber eben, ja, auch sehr unzuverlässig. Ich will nicht wieder enttäuscht werden. Ach, Gero, du Angsthase. Sei doch mal ein bisschen risikofreudig. Hey, wenn ich eine Lebensberatung brauche, sage ich Bescheid, okay? Du musst einfach mal die Initiative ergreifen. Lad ihn für heute Abend ins Kino ein. Ins Kino? Ich denke, du willst kochen. Ja, klar. Ihr geht erst ins Kino und dann kommt ihr her zum Essen. Na los, jetzt ruf ihn an. Was ist denn hier los? Ach, na endlich. Hatte der Film Überlänge oder warum seid ihr jetzt erst hier? Ach nee, wir haben noch ein Aperitif getrunken. Sag mal, was sollen denn all die Lichter und die Musik? Na hör mal, ich hab doch gesagt, ich koch was für uns. Also wenn du das unter Kochen verstehst, dann komme ich öfter. Ja, das will ich auch hoffen. So, dann setz euch mal hin, sonst wird nämlich alles kalt. Du hast aber nur für zwei gedeckt. Isst du nicht mit? Nee, ich hab beim Kochen schon so viel schnabuliert, ich bin total satt.
Außerdem muss ich noch Schulaufgaben machen. So, dann wünsche ich euch guten Appetit und viel Spaß. Auf dein Wohl. Und auf Kathi. Ich hätte ja nie zugetraut, dass sie das mit dem Essen so gut... Lass uns jetzt nicht von Kathi reden. Lass uns nur von dir und mir reden, von unserer Liebe. Gero, ich... Bitte geh! Was? Du sollst gehen. Ich will dich hier nicht mehr sehen.